Vor zwei Wochen haben zwei Ex-FCZler, Alain Rocha und Erik Hasli, ebenfalls ihre Saison können starten in der Major League, genauer gesagt bei Vancouver. Und der Einstand bei den Wildcaps ist für den Erik Hasli mächtig gelungen, denn nicht nur, dass die Wildcaps gegen Toronto 4-2 gewonnen haben, sondern dass der Erik Hasli an dem Sieg mit zwei Goal maßgeblich beteiligt war. An dieser Stelle herzliche Gratulation von unserer Seite aus. Jetzt aber zurück in die Axpo Super League. Da treffen wir nämlich am Sonntag auf den FC Thun auswärts. Wie sehen die Chancen aus auf 3 Punkte für den Stadtklub und wie sieht es aus im Meisterrennen? Wir haben die FCZ Academy besucht, genau gesagt U18, und haben von ihnen mal eine Einschätzung haben. Es ist immer schwierig in Thun zu spielen, weil auf dem Platz ist es ein bisschen nachher zum Teil. Und Thun hat immer viel Unentschieden gemacht und ich denke, es wird schwierig, dort einen Sieg zu holen, aber für die erste Mannschaft ist es sicher machbar. Ja, sicher. Also, wir hoffen auf einen Sieg, weil gut Thun ist immer schwierig mit dem Platzverhältnis und sie sind defensiv, haben einen guten Trainer. Ja, also ich komme von Thun, ich habe selber dort gespielt und ja, es ist eine schwierige Mannschaft, sie haben viel Unentschieden gemacht und ja, ist alles möglich. Ja, ich glaube, man darf nie aufhören daran glauben. Und solange es mathematisch noch möglich ist, glaube ich daran, dass sie das schaffen können. Ja, es ist sicher gut, dass wir auch die Jungen spielen lassen. Gut, jetzt der Abgang von Erik ist jetzt... Also, man hat schon gewusst, dass er wird gehen, aber... Ja, jetzt ist es halt passiert und jetzt setzen wir auf die Jungen. Der Fischer macht das sicher gut, dass er das so macht und er weiß sicher, was man machen muss, um zu gewinnen. Also ich denke, es ist immer noch möglich, weil Basel muss zuerst auch noch alles gewinnen. Und es gibt noch ein Rückspiel Zürich gegen Basel und dort sollten sie mal gewinnen. Und ich denke, Basel wird sicher auch noch patzen, darum ich denke, der Meistertitel ist sicher noch drin. Da außen im Herr Schürli in Schwammendingen, wo die FCZ-Talente von morgen trainieren, ist man sich einig. Nicht nur die 3 Punkte gegen Thun sind sicher, sondern auch der Meistertitel.